Oh cool, Rio, die Rolltreppe kenne ich. Da bin ich auch schon öfters lang gefahren. Rio, Rio, Rio. Ich habe ihn schon nicht gefunden. Ja, das ist jetzt aber. Du musst einfach nur rechts an der Küste gucken. Zeig mal her, wo sieht das aus? Brasil! Ich hab's gespottet, ich hab's gespottet. Genau hier. Belo Horizonte. Ecco Pacapana. Schön, schön. Dim, Rio de Janeiro. Ist auf jeden Fall in Sao Paulo. In Sao Pauli. In San Pauli ist das. In San Peter. In Sao Pauli. In Southampton. In Sao Pauli. Southampton. Was kann ich jetzt mit dem Fett? 5,1 Kilometer. Einfach der Kölner Dom. Oh, alles klar, Alter. Gedächtniskirche, Berlin. Barcelona! Nee, das ist nicht Barcelona. Doch, ist Barcelona. Nee, kann nicht sein. Schau auf andere Straßenseite, Geschäft. Das Ding ist so, ich hab mir alle Vlogs von Visca Wasser angeguckt und da war dann noch nicht. Tja, Mann, das heißt Katalonia. Okay, es ist Barcelona, Alter. Guck dir diesen scheiß Reisepass an, ihr Wichser. Ja, das ist Katalonia, Alter. Barcelona, natürlich in Italien. Nein. Ich sehe Spanien. Ja, Spanien. Ja, Bastard, Alter. Spanien ist es so, und da musst du dann richtig reinzoomen, richtig, richtig tief reinzoomen, dann findest du Barcelona rechts an der Küste. Was ist das, die sowas vorsam muss? Ist es Casa? Ja, es ist Casa de Maida. Es muss ja sowas sein. Oder es ist. Es ist Castel de Montoya. Nein, es ist Canadola de Palis. Warte mal, ich zoome mir einfach. Nein, scheiße, Digga, ich muss. Ah, fuck. Scheiße. Nein! Oh, warum ist es dort? Ich hab sogar noch überlegt, ob ich da reingehe, Alter. Junge, warum hab ich denn nicht da rangezoomt? Da sieht man's ja. Ist ja dumm, Digga. Mark hat schon wieder Google Maps offen, ich seh's doch. 100 Pro, Alter, deswegen ist er auch so leise. Auf Handy. Ich schreib deine Mutter, du Bastard. Kein Problem, wie gesagt, da hat es auch mal was zu tun. Palacios Nazaris Alcazaba. Hier, was ist das für eine Sprache? Hört sich irgendwie Spanisch an. Italienisch, ja. Alles hört sich Spanisch an. Ist Italiener. Nee, ich hab gar keinen Plan vom Leben, Alter. Italiano. Hört sich, hallo, ich heiße Tommy, Spanisch an? Nee. Ja, du. Passt, Alter. Nee, ich weiß wo. Gar nichts erlaubt. Argentinier. Nee, falsch. Doch. Ich hab grad angerufen. Hab gefragt, ist bei euch jemand neu? Das Polizeiauto. Nein. Siehst du. Das ist ja so. Komm wieder. Guck mal, hier ist ein Souvenirladen und ich sehe hier eindeutig Karten von Antarktis. Also, ich sag dir schon mal so, wer des Argentinien würde jeder mit Messi oder Maradona Trikot rumrennen, okay? 2017, also ist noch nicht, also in 2017. Also, 2017. So, fuck, was ist das? Okay, ich sag jetzt Argentinien, ich vertraue dir, wenn es nicht Argentinien ist. Ja, ich auch. Es ist bestimmt Buenos Aires oder sowas. Mann, Alter, es ist wirklich dann Uganda. In fucking Spanien. Espanola. In Granada. Ich wollte sogar Spanien nehmen, ey. Ich wollte sogar
Deutschland. Nee, ganz bestimmt nicht. Wen? Weil diese Architektur kann nur Deutschland sein. Mhm, genau, wenn du dann auf die andere Seite schaust, siehst du, dass Frankreich ist, weil du Eiffelturm siehst. Okay. Du hast gar keinen Plan von der Welt. Er labert für irgendwas. Er war 50 Jahre weggesperrt, Alter. Da gab es doch nicht mehr den Eiffelturm. Er labert nur. Das Bild von 2009. Schaut mal, warte, ich kann euch was sagen. Ich kann euch mal einen Tipp geben. Passt auf. Das allererste Bild, was wir letztens gesehen haben, was aussah wie eine Moschee. Wenn du dich umdrehst, wie gesagt, so siehst du rechts so einen Turm drin, wie gesagt, so. Und das war auch in Frankreich. Ja, an dem Bild. Und es war ziemlich in Nähe Paris. Er lügt so. Ja, doch, das ist nämlich wirklich, die denken bloß ein anderes Bild von der Scheiße. Ja. Ja, man sieht sogar Dings, man sieht sogar, dass Menschen hier französisch sind. Das siehst du, weil sie da auch direkt auf der Treppe sich knutschen. Deswegen weil sie schwarz sind. Deswegen dieser so. Frankreich. Weil sie schwarz sind. Ich hab Bushaltestelle. Ich hab U-Bahn-Station habe ich. Kann ich aber nicht hin, leider. Hm, zu weit weg. Aber ich. Ja, ist Franzose. Ist Franzose. Okay. Das ist ja scheiße, die. Oh, Mann, ich hätte ja, direkt 7,8 Kilometer. Oh, ihr wart alle näher. 2,8. Scheiße. Hätte ich nur mein Maul gehalten. Bin ich in Paris. Ich halte nur noch mein Maul. Ich sage nichts mehr. Ich sage nichts unter meinen Anwalt. Es ist Frankreich. Wenn ihr euch erinnert an das erste Bild, Nein. da war so ein Turm. Nein. Und da hinten ist auch so ein Turm. Nein. Das ist Frankreich. Ja, Junge, das ist Taxi, Taxi schreibt man aber nicht so. Tax. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass es Italien ist. Was soll ich jetzt nicht sagen? Restaurant Bonelora. Hört sich ja schon so an. Ich hab Dave gefunden. Junge, ich hab. Nee, ich mach jetzt ein Bild, ich hab Dave gefunden. Antiquadades. Mhm. Hier ist ein Briefkasten, Alter. Taxi. Taxi, was ist das für ein Taxi? Steht nicht drauf. Es sieht eher spanisch aus. Junge, ich hab Dave erwischt, er war nicht. Was, der war einfach in Italien oder was auch immer. Guck, das ist kein Italien, das ist Spanien. Spanien ist dies. Ja, aber das ist das Ding, das ist hier. So, ich Dave. Das ist Spanien. Cordoba. Ja, in Spanien, deswegen. Das sind die gleichen Taxis. Wie vorhin bei dem Bild. Ich sehe Cordoba auf den einen Auto. Mann, so eine Scheiße. Ich hab einfach jetzt wirklich Dave gespottet. So reingeschissen in Italien, Alter. Oh, das kann ich gar nicht sein, wie gesagt, ich trage keinen Sportsack. 289 Kilometer. Er war in Spanien. 364 Meter. Nice, sehr schön. Oh. Ja, weil ich hab mich an diesem Kack-Ding gehalten, an dieser Kamera dort. Dein Arschloch hab ich gelegt. Aber ich habe es nur erkannt gesagt, weil allerdings die Taxis da vorhin auch Spanien, wo ich gesagt habe Argentinien. Ja, du hast nur erkannt, weil du da warst.